Piers Morgan kritisierte den Herzog von Sussex mit der Behauptung, es gebe keine Pläne, dass der König seinen Bruder und Thronfolger, den Prinzen von Wales, treffen werde, nachdem dieser nach Großbritannien zurückgekehrt sei, um König Charles zu besuchen. Piers Morgan sprach die Geschwisterfehde zwischen Prinz William und Prinz Harry zu einer Zeit an, in der die königliche Familie von einer Reihe verheerender Schläge getroffen wurde, vom Tod von Prinz Philip und dann ihrer Majestät Königin Elisabeth II. Bis hin zum Epstein-Skandal, der Prinz erschütterte. Andrew zu den Krebskämpfen seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass bei König Charles eine Form von Krebs diagnostiziert wurde, nachdem er kürzlich nach einer Prostata-Operation aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Seine öffentlichen Auftritte hat er inzwischen abgesagt. Darüber hinaus erholt sich Prinzessin Kate von einer Bauchoperation. Der 58-jährige Uncensored-Moderator behauptete in seiner neuesten Kolumne für die New York Post, der Kern dieser Zerbrechlichkeit liegt in der tobenden, hartnäckigen Fehde zwischen William und Harry. Piers schlug vor, dass sein ältester Sohn William, abhängig von der Schwere von Charles' Krebsdiagnose, mit Anfang 40 auf den Thron befördert werden könnte. Er schrieb, deshalb verstehe ich auch völlig, warum William sich geweigert hat, seinen Bruder auf dieser Reise zu sehen. Ich würde das Gleiche tun, wenn eines meiner Geschwister Jahre damit verbracht hätte, unsere Familie aus finanziellen Gründen öffentlich zu verunglimpfen. Piers fragte sich, wie William seinem Bruder jemals verzeihen könnte, nachdem Harry und Meghan Markle das bombastische Interview mit Oprah Winfrey geführt hatten, in dem Rassismusvorwürfe gegen die Memoiren des Herzogs, Spare, laut wurden, was seine Beziehung zu William weiter belastet haben soll.